Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer For Heath macht sich mit einem kleinen neuen Special-Video für euch. Und heute, am 19.02., fahren wir gemeinsam mit meiner lieben Frau, mit meiner kleinen Emma-Mausi und mit den beiden Paten von Emma eine recht weite Strecke nach Leonberg in Baden-Württemberg. Und was machen wir wohl da? Ja, ein lieber Abonnent von mir, liebe Ben, sei gegrüßt, mein Freund, hatte hier unter dem Avatar, ja, D-Box vs. 4DX Video, wo ich das 10. Mal im Kino war bei Avatar in München, drunter geschrieben, fahr mal nach Leonberg, denn da ist das größte IMAX-Kino der Welt mit einer Leinwand von 38 x 22 Metern. Und das ist nochmal ein krasseres Kinoerlebnis. Sag mir, Mensch, die Idee ist klasse. Nochmal hier vielen Dank für die Info. Und ja, gesagt, getan, alles geplant. Und jetzt eben fast einen Monat später, nachdem ich in München war, werde ich nun zu meiner 14. Ausgabe von Avatar 2 im Kino. Ich wollte euch gerne 15 voll machen, bloß meine Eltern sind krank geworden und konnten letzte Woche nicht gehen. Sehr, sehr schade. Deswegen sind es bloß 14 Mal gewesen. Aber ich denke mal, die 15 bis 20 Mal werde ich den Film noch im Kino angucken. Ich denke mal, 15 Mal auf jeden Fall. Aber ich schweife ab. Auf jeden Fall, und da werden wir jetzt eben gemeinsam hinfahren. Fahrzeit, ja, ungefähr 2,5 Stunden. Aber ganz ehrlich, das lohnt sich bestimmt 100%ig. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall wie die Sau, denn der liebe Sine Manuel war ja auch schon, ja, im Traumpalast in Leonberg, und da habe ich auch mal in sein Video reingeguckt, und da muss ich sagen, es hat mich doch noch ganz geil gemacht und freue mich jetzt gleich noch viel, viel mehr, dorthin zu gehen. Am besten auch mal auf seinen Kanal gucken, vom lieben Sine Manuel, jeder kennt ihn, und er hat ein extrem geiles Video gemacht. Mal gucken, ob ich auch so ein schönes Video hinbekomme wie er, aber ich denke mal zu 100% nicht, das weiß ich auch. Ich habe meine eigene Art und er natürlich auch, und von daher, jeder hat da seine kleinen, ja, Spirenzi und macht seinen ganzen eigenen Spaß draus. Ja, ich hoffe mal, wir kommen gut durch. Wir haben jetzt 6 Uhr gleich, um 6.15 Uhr wollten wir losfahren, weil sonst kommen wir eventuell in den Stau, und ich bin lieber wegen eher gewonnen als zu spät. Und ja, wir müssen noch ein bisschen nachladen. Emma kommt hier mit rein und natürlich auch meine lieben Gäste, die mit dabei sind. Aber keine Sorge, die alle drei werden nicht im Video erscheinen. Sie möchten es nicht, müssen es auch nicht. Also sie wird bloß mit mir Vorlieb nehmen müssen. Aber das seid ihr ja schon gewöhnt. Ja, wir geben auf jeden Fall Gas. Wir geben auf jeden Fall Gas, damit wir wirklich pünktlich ankommen. Lieber zu früh als zu spät. Denn man darf keine Minute von Avatar 2 The Way of Water verpassen. Ich bin wirklich jetzt schon extrem gespannt, wie denn diese extrem große Leinwand aussehen wird. Ein paar Einblicke gibt es auch noch ins Kino. Mal gucken, ob ich ein wenig filmen darf auch. Ich frage da mal nach und mal gucken, was ich alles da so zusammenbekomme. Und ja, würde mal losfahren. Würde mal sagen, wir fahren jetzt los und viel Spaß mit dem Video. Und danach zum Schluss gibt es dann mein Fazit zu Leonberger. Ja, IMAX-Kino, und mal gucken, was besser abschneidet, das IMAX-Kino oder das Münchner Matheser-Kino, wo ich eben mit dem Enrico war. Ich bin gespannt, und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder dann nach dem kleinen Einblick ins Kino von Leonberg.
Ja, liebe Filmfreunde, wir sind nun in Leonberg angekommen. Die Fahrt war wirklich recht gut. Wir sind auch recht zügig da. Wir haben jetzt 8.57 Uhr. Also gleich 9 Uhr erst. Wir haben noch 2 Stunden Zeit. Der Traumpalast hat noch zu, aber das macht nichts. Wir gehen noch ganz kurz frühstücken ein bisschen. Und ja, habt gesehen, wir haben Regen gehabt, wir haben Sonne gehabt. Es war windig wie die Sau, aber vor allem Regen. Aber wie gesagt, es war nichts los auf der Autobahn und das ist schon mal gut. Das Parkhaus ist so gut wie leer gefegt noch, wunderbar. Also von daher sind wir auch noch wirklich sehr gute Zeit. Und wir werden uns umgucken und dann gehen wir auch schon in den Traumpalast rein. Und dann sehen wir uns dann bald wieder.
Liebe Filmfreunde, der Film ist vorbei. Meine 14. Sichtung von Avatar. So, Way of Water, was soll ich sagen? Ja, IMAX war natürlich hier schon mega geil. Ja, ich bin immer noch sprachlos. Muss jetzt erstmal alles setzen lassen, wir fahren nach Hause. Und dann gibt es da noch meine persönliche Meinung zu dem Erlebnis im IMAX-Kino von Leonberg. Also, seid gespannt. Und ich kann nur sagen, ihr müsst hierher. Unbedingt. Hilft alles nichts. Auf jeden Fall. Wir sind wieder zurück in unseren vier Wänden. Und ja, wir sind wirklich sehr gut durchgekommen. Wir waren noch nach dem Kinogang noch in einem der drei Restaurants noch essen im Traumpalast. Und muss wirklich sagen, es war wirklich sehr lecker. Wir waren im mexikanischen Restaurant. Aber ja, bevor wir zu den Restaurants kommen, ich bin immer noch sprachlos von diesem Kino, ganz ehrlich. Also diese Ambiente von diesem Kino war schon wirklich beeindruckend. Wir haben es nur am Tag erlebt, also nachts ist es bestimmt noch viel, viel schöner gewesen mit der ganzen Beleuchtung her. Da haben wir, wie gesagt, mal beim Cinemano vorbeigucken, der war ja auch nachts oder zumindest abends, wo immer alles dunkel war. Und das ist natürlich schon ein viel schöneres Ambiente als natürlich am Tag, ist völlig klar. Aber auch das war schon wirklich sehr beeindruckend, was man hier gesehen hat. Und ich kann nur sagen, es lohnt sich wirklich mal nach Leonberg zu fahren, auch wenn es wirklich eine recht lange Fahrt darunter ist. Zumindest so war es zumindest für uns, aber die, wo wir näher dran wohnen, macht's einfach. Ihr werdet es nicht bereuen. Und ich, wow, also wirklich wow von diesem Kino, von dieser Leinwand, von dieser IMAX-Kino. Die größte Leinwand der Welt, was soll ich sagen, es war echt spektakulär, was man da gesehen hat. Und ja, also natürlich jetzt hier für meine 14. Mal Avatar war das auch nochmal ein besonderes Erlebnis. Aber ich muss wirklich sagen, da bin ich wirklich im engen Zwiespalt mit mir. Was war nun besser, schöner Münchner Malteser, die Box-Sitze und eben diese kleine Leinwand und halt eben hier eben das IMAX-Kino. Und da habe ich echt so wirklich meine Probleme, was ich da jetzt besser finde. Bevor wir zu meiner kompletten persönlichen Meinung noch kommen, gibt es erstmal ein paar technische Daten über das Kino, zumindest über dieses IMAX-Kino, und ich war wirklich sprachlos, als ich es initial gegoogelt und herausgeforscht habe. Es ist einfach wirklich der Wahnsinn, was hier gebaut wurde. Ja, wir fangen erstmal natürlich mit dem IMAX-Kino, das Highlight eigentlich vom Leonberger Traumpalast, das muss man wirklich klipp und klar sagen. Es gibt noch insgesamt gibt es 12 Kinosäle, aber wie gesagt, das IMAX-Kino ist wirklich das Juwel von diesem Kino, denn es ist, wie gesagt, die größte IMAX-Kinoleinwand der Welt mit einer Fläche von 8, also mit einem Meter, 38 Meter auf 22 Meter, und das entspricht eine Fläche von 814,9 Quadratmetern, und das ist etwa die Größe von drei Tennisplätzen. So viel passt da rein. Und auch schon die Werbung hervor in diesem Film. Ich habe es ja nicht filmen können. Wirklich sehr cool gemacht. Am besten hier zuerst mit dem kleinen Smartphone. Das hat eben viele eben Blockbuster über dieses Smartphone gucken, ist ungefähr nur so mini klein gewesen, dann natürlich Fernseher und dann eben diese riesengroße bombastische Leinwand, was mir auch als Werbung bekommen hat, dass eben auch in der Wahl reinpasst. Also das war natürlich schon wirklich sehr steil gemacht. Und insgesamt fasst dieser Saal 585 Plätze. Laut einer Zeitung auf der Website von dem Traumpalast fasst dieses Kino 600 Plätze, und davon sind auch 20 Rolex-Sitze mit vorhanden, oder ja, Lehnen kann man sagen, und die befinden sich aber nur unten in der ersten Reihe. Ja, die sind natürlich schon ganz von unten. Ich habe ja auch mal reingesetzt. Es ist schon wirklich ja, ein großer Blick nach oben, was man hier so sieht. Es ist echt unglaublich. Und dann gibt es so ein Parkett Plus mit viel Beinfreiheit und auch mit Fußlehnen. Dann gibt es eben noch ein paar Premium Lounge mit verstellbarer Rückenlehnen, extra Beinfreiheit und extra eine extra Theke sogar, diese bei oben. Dann noch eine Deluxe Lounge, ja, mit an der obersten Reihe mit elektronisch verstellbare Sessel und auch ebenfalls diesem extra Eingang. Und das Kino oder das IMAX hat auch ein IMAX 12-Kanal Soundsystem und die besten Plätze laut dem lieben Ralf Straub, ein Abonnent von mir und auch einer von Mitglieder von meiner WhatsApp-Gruppe, hat mir geschrieben, die besten Plätze von diesem Kino sind die Premium-Lounge-Plätze Reihe 12
Platz 20 bis 28, da würde ich gerne, hätte ich gerne hingesetzt, aber leider war ich zu spät dran, denn diese Tickets sind auch so schnell ausverkauft gewesen, einfach nur unglaublich. Ja, und die Bauarbeiten begannen von diesem IMAX-Kino im Jahre 2020, dann kam Corona dazwischen, war wirklich sehr, sehr schwierige Zeit und das ganze Projekt hat 19 Millionen Dollar gekostet. Und im September 2021 wurde eben dieses größte IMAX-Kino der Welt eben, ja, hat Premiere gefeiert mit dem Kinofilm von James Bond 007, Keine Zeit zu sterben. Also ihr seht schon, dieses Kino ist wirklich bombastisch und ich denke mal, die Bilder, was man hier gesehen hat, von meinem Video sprechen für sich, ist einfach nur unglaublich steil gewesen mit den Lichtershow. Lichteffekten, der Sound da drin war wirklich spektakulär, das 3D war einfach der Wahnsinn. Auch da wurde am Anfang vor dem Film nochmal kurz so eine Counter runtergezählt von 10 bis 1 und da gingen eigentlich fast die Augen über. Selbst immer gemeint, Papa, die Zahlen kommen aus dem Bild raus. Es ist einfach nur unglaublich und auch das erste Sehen von der Emma, wow, ist das eine riesengroße Leinwand. Also man kann sich diese Leinwand nicht vorstellen. Nürnberg Cinemagnum ist ja auch schon groß, fast übrigens 524 Plätze, auch da mal gegoogelt, also auch das ist natürlich schon sehr groß, aber das ist noch eine Hausnummer größer. Ja, wie gesagt, das IMAX Kino ist wirklich bombastisch, also hier lohnt es echt einmal hinzugehen, aber ich war auch noch ein bisschen wegen so am lauferen Videos drehen, habe ich schon mal wegen bemerkt, ein paar Videos gibt es auch noch dazu noch. Dann gibt es noch 11 weitere Kinosäle und auch noch ein besonderer Kinosaal ist eben das Bad Cinema, das Betten Cinema, das Bettenkino. Da war ich auch drin. Unglaublich geil, also eine extrem gute Idee, aber so ein Bettenkino, da fällt mir irgendwas anderes ein, was man im Kino machen könnte, als nur Film zu gucken. Ja, aber auch das gibt es eben da drin und die Leinwand von diesem Kino, von dem Bettkino, hat eine Größe von 10 Meter, 10,9 mal 4,5 Meter, hat auch 4K, 3D und HFR, sind insgesamt 20 Doppelbetten und zwar die nennen sich höchster Kinobetten für jeweils zwei Personen mit verstellbaren Kopf- und Fußteil separat wohlgemerkt und ja, ganz wichtig, ne, sind auch ja, abwischbar. Ich habe mal drüber gelernt, es ist auf jeden Fall abwischbar, vielleicht manchmal gar nicht mal so schlecht. Ne? Für mich wäre es glaube ich nichts, weil ich würde glaube ich damit sofort einpennen, weil sobald ich mich irgendwie in die Waagerechte komme, bin ich weg. Deswegen natürlich für andere Dinge bin ich natürlich gern zu haben, aber so im Kino möchte ich schon gerne lieber sitzen. Hat natürlich auch Dolby Atmos. Dann die weiteren Kinos sind meistens sehr edel Steine, zum Beispiel Diamant gibt es da, Smaragd, Jade und auch da, wir werden uns darauf eingehen, das Diamantkino hat eine Leinwandgröße von 12 x 5 Meter, hat ebenfalls 4K, 3D und auch HFR, hat insgesamt 220 Plätze und davon sind 26 Loungeplätze mit dabei, mit verstellbaren Fußstützen und dann noch 13 D-Box-Sitzen, aber ganz normale Standardvariante, die es eben auch in anderen Kinos auch gibt. Und alle Kinos eigentlich hier, kann man gerne mal von vornherein erwähnen, haben alle natürlich Dolby Atmos. Also hier haben wir wirklich die beste Ton- und Soundsystem in jedem Kino verbaut. In diesen 11-12 Kinos, die jetzt auch hier vorhanden sind. Dann gibt es den Smaragd Kinosaal. Der hat eine Leinwandgröße von 11 x 4,5 Meter. Hat ebenfalls 4K, 3D und HFR. Fast insgesamt 200 Plätze. Davon sind es 24 Logeplätze. Ebenfalls mit verstellbaren Fußteilen. Dann gibt es den Jade-Saal. Da war ich ja auch drin. Hab doch ein bisschen kurz gefilmt. Und da ist die Leinwandgröße 7 x 3,8 Meter gewesen. Hat eine 3D-Laserprojektion und ebenfalls HFR. Fast insgesamt 80 Plätze mit 13 Logeplätze und Fußstützen zu verstellen. Und 6 D-Box-Sitze, die aber VIP sind. Zumindest VIP die Boxsitze, die noch ein bisschen besser verarbeitet sind, noch ein bisschen weicher sind. Und muss schon sagen, das war natürlich schon sehr spektakulär. Dann gibt es den Granat, hat eine Leinwandfläche von 8,2 x 4,5 Meter, hat ebenfalls 3D- und Laserprojektion und HFR, fast insgesamt 100 Plätze mit insgesamt 16 Logenplätze und wieder verstellbaren Sitzen.
Fußstützen, dann der Rubin als nächstes, gibt es eine Leinwandgröße von 10 x 4,3 Meter, hat ebenfalls 3D-Projektion, HFR und 4K, fast insgesamt 140 Plätze, davon sind es 20 Logenplätze mit verstellbaren Fußstützen. Dann als nächstes gibt es den Saphir, hat eine Leinwandgröße von 11 x 4,6 Meter, ebenfalls 3D-Projektion, 4K und HFR. Insgesamt passen da 130 Plätze rein und sind insgesamt 22 Logenplätze mit Fußstützen und auch nochmal 11 D-Box-Sitze, aber die ganz normalen Standard-Variante. Und dann gibt es noch den Opal, ja, und der Leinwandgröße von 6,4 x 3,5 Meter. Hat ebenfalls 3D-Projektion HFR und fast insgesamt 60 Plätze mit 6 Logenplätze mit verstellbaren Fußstützen und auch noch 5 D-Box-Sitze mit VIP, also die bessere Variante. Und dann gibt es noch 3 besondere Kinos daneben, dem Bad Cinema und dem IMAX, und zwar gibt es auch die Bibliothek, da wäre ich gerne reingegangen, denn das hat eine ganz besondere Ambiente, nämlich die Wände von dieser Kinosaal sind nämlich mit Bücherregalen zugestellt und auch mit echten Büchern drin, und man hat das Gefühl, man sitzt da wirklich im Wohnzimmer. Hätte ich echt gerne gesehen, aber da liefen eben schon Filme leider, sonst wäre ich da gerne mal reingegangen. Und auch das hat eine Leinwandgröße von 5,5 x 3,3 Meter, hat ebenfalls 3D-Laserprojektion und HFR. Fast insgesamt 50 Plätze, da vorne sind 7 Logeplätze mit verstellbaren Fußstützen. Dann gibt es noch das Clubkino, auch das finde ich sehr stark, ist wie eine Gaststätte aufgebaut, also auch perfekt für ja, Feierlichkeiten, Weihnachtsfeiern zum Beispiel, denn das ist aufgebaut wie ein Restaurant bzw. wie eine alte Gaststätte, ist auch eine Bar mit drin und auch noch mit Tisch und Bänken verziert, also hier kann man sich auch ein wenig rumblümeln und man dabei auch ein Bierchen zwitschern, wenn man möchte, und auch das ist, da wäre ich auch reingegangen, aber auch da schon lief schon auch ein Film. Und dann noch zum Schluss gibt es noch die Black Box, und auch die hat was ganz Besonderes, denn die ist nämlich komplett mit schwarzen weichen Samt ausgeklärt an den Wänden und hat auch noch schwarze Ledersessel, um wirklich alles komplett im Dunkeln zu halten. Und auch diese Leinwandgröße ist 5,5 x 3 Meter groß und hat ein Fassungsvermögen von 40 Plätzen mit 6 Logeplätze mit verstellbaren Fußstützen. Und das waren eben die kompletten 12 Kinos, einfach mal im Überblick, damit ihr mehr wisst, wo ihr da am besten reingehen könnt und was euch am besten interessiert. Es ist einfach nur unglaublich und ganz ehrlich, ich habe nicht gedacht, dass das so viele Kinos sind, denn es wirkt eigentlich alles recht kompakt, das ganze Kino, aber es ist wirklich echt phänomenal aufgebaut, vor allem mit diesen 2 Ebenen, mit diesen Wendeltreppen nach oben, einfach nur wunderschön gemacht, und auch du hast hier sofort den Parkplatz, du wirst dieses Parkhaus direkt am Kino, du kannst auch direkt im Kino gleich das Ticket lösen bzw. das Ticket gleich bezahlen und gleich direkt zum Auto laufen, also auch hier ohne große Umwege. Das Personal ist auch extrem nett bei mir gewesen, aber meine Frage, ich kann es dir gerne filmen, Werbung ist immer gut, also muss ich sagen, wie auch das Cinemanuel war auch hier dasselbe, es war wirklich alles sehr, sehr sympathisch auch, und ja, vom Preis-Leistungs-Verhältnis, also hier muss ich wirklich sagen, ich habe jetzt 90 Euro gezahlt pro Ticket für das IMAX-Kino und so viel zahlst du auch bei uns für 4DX, und was man da bekommen hat, ist dann doch ein bisschen größer gewesen als bei uns. Das 4DX-Erlebnis war wirklich phänomenal, phänomenal, phänomenal. Ja, von den Snacks so, wie immer Standard Popcorn, salzig, süß. Dann gibt es natürlich auch viele kleine verschiedene Skittles, Gummibärchen und auch gibt es Slushies. Aber auch noch, es gibt auch eben die wohlberühmten Nachos mit Käse und Salzesoße. Aber auch da gibt es noch Currysoße und auch noch Sour Cream. Die ist natürlich auch hier nochmal extra zum, man kann auch hier nochmal selbst das auffüllen. Auch das ist nicht schlecht, aber durch nicht refill. Und wenn natürlich die Snacks aufgebraucht sind nach dem Kinogang, habt ihr auch noch die Möglichkeit, in 3 Restaurants essen zu gehen, die ebenfalls im Traumpalast noch Platz gefunden haben. Es gibt einen Italiener, der ist direkt zwischen dem IMAX-Kino und dem Bad Cinema.
da war ich auch drin, durfte auch ein bisschen filmen, habt ihr schon mal gesehen und muss wirklich sagen, die Ambiente war hier wirklich sehr, sehr schön. Wir haben ja auch wirklich einige schöne Bilder ausgestellt von verschiedenen Schauspielern auch und auch eine bisschen italienische Musik, war wirklich sehr schön von der Ambiente, auch von der Beleuchtung her hat es auch sehr gut gefallen. Leider wurde ich da bestimmt, ich wäre gerne reingegangen, aber meine Mitstreiter wollten gern zum Mexikaner gehen und der Mexikaner hat auch einen separaten Außeneingang, aber auch man kann auch direkt vom Traumpalast direkt in das Restaurant gehen. Auch das hatte eine sehr schöne Ambiente mit einem bisschen Feuer auf einem Bildschirm, leider nicht in echt, finde ich schade. Aber für auch eine sehr schöne Theke hier mit verschiedenen Schnapssorten und auch mit ein paar Skulpturen für den Tag der Toten. Also auch das auch wirklich sehr schön verziert das ganze Kino. Also zumindest das Restaurant hat mir wirklich sehr gut gefallen. Auch das Essen war auch wirklich sehr lecker. Ja, für meinen Geschmack war es ein bisschen zu wenig, aber es war auch verdammt scharf. Ich esse nicht sehr scharf, aber war wirklich auch sehr lecker. Der Emma war dann wirklich komplett im Eimer. Hat er mal kurz für 5 Minuten mal kurz die Augen zugemacht im Restaurant. Gibt auch eine kleine Kinderkarte, auch bei einem Mexikaner, was auch sehr gut war. War auch wirklich sehr lecker. Sie hat Puden-Stückchen gegessen mit Bratkartoffeln. Die waren wirklich echt sehr knusprig und wirklich sehr gut geschmeckt. Und während eben dann sie sich kurz ausgeruht hat, war ich nochmal kurz unterwegs mit der Kamera und war auch noch dann kurz in einem weiteren Restaurant, nämlich American Diner gab es noch. Und das war auch eine sehr schöne Ambiente, muss aber sagen, war nicht so schön wie jetzt eben der Mexikaner und auch der Italiener. War aber auch sehr groß, auch da konnte man auch von außen reingehen. Ich habe jetzt eben nur von innen gefilmt, aber es war auch hier sehr schön, mit auch schönen Dekorationen, auch hier verschiedene Bilder auch, Gemälde, hat mir auch sehr gut gefallen. Und ja, das war auf jeden Fall die komplette Restaurants gewesen, also ihr seht hier schon, auch hier könnt ihr euch komplett austoben und dort essen gehen, wo ihr gerne möchtet. So, okay, jetzt schon mal so viel zum ganzen Kino außenrum, also wirklich, es ist wirklich ein Spektakel gewesen und auch die Autobahnverbindung war wirklich sofort da. Du brauchst dann mal 3 Minuten von der Autobahn zu diesem Kino. Also es war wirklich echt wunderbar geregelt, auch entspannt. Wir hatten einfach einen Stress gehabt, dass wir es schaffen, weil wir irgendwie doch recht lange gefahren sind. Aber es hat alles wunderbar funktioniert. So, okay, jetzt aber noch zu meiner persönlichen mal noch zu dem IMAX-Erlebnis zu Avatar 2. Ihr wisst, es war nun meine 14. Sichtung von Avatar 2. Ich habe es wirklich in verschiedenen Varianten schon gesehen. Meine meiste Variante war auf jeden Fall 3D HFR hier in Bayreuth. Zweimal 4DX in Bayreuth. Einmal eben in München die D-Box-Sitze. Zweimal das Cinemagnum in Nürnberg. Und jetzt eben hier nochmal dann in Leonberg nochmal Avatar 2 auf dem größten IMAX Kinoleinwand der Welt. Und was soll ich sagen? Also ich muss wirklich sagen, natürlich für uns, unsere Kinos in Bayreuth ist natürlich schon sehr schön. Du musst dann weit fahren, das ist natürlich alles entspannt. Aber da ist das größte Problem von unserem Kino, es ist einfach immer viel zu leise. Ich habe auch schon gemacht, einfach ein bisschen lauter. Nein, das können sie nicht machen, weil dann bekommen sie Beschwerden von den ganzen Kunden, dass es zu laut ist. Ja, aber ich sage, der Kino, nicht zu Hause in einem Wohnzimmer. Aber die machen es einfach nicht laut genug, um auch wirklich die Nebengeräusche wie Chips klappern oder halt eben oder Popcorn rascheln. Das hört man eigentlich wirklich ringsrum und das nervt wirklich extremst. Vor allem auch bei 4DX hast du noch die Hintergrundgeräusche auch noch bei uns hier in Bayreuth eben mit den Turbinen hier im Anlaufen. Das hört man auch, weil es einfach nicht laut genug ist. Da muss ich wirklich sagen, natürlich, ich gehe gerne hier ins Kino, gebe ich zu. Wir haben auch hier kein Dolby Atmos, auch hier noch ein Kritikpunkt. Aber ich gehe gerne in unser Bayreuther Kino, einfach aus dem Grund, es ist hier gleich in der Nähe. Und mich kennen sie auch schon, ja mit der Avatar, ja, natürlich. Aber ich gehe auch hier gerne rein. Natürlich, ein besonderes Erlebnis ist natürlich auch das Nürnberger Kino, Cinemagnum. Ist, wie gesagt, auch eine riesengroße Leinwand. Du sitzt hier wirklich sehr, sehr steil, aber was mich hier am meisten aufregt bei dieser Leinwand, da ist nämlich ein Fleck auf der rechten Seite oben und das macht mich kirre. Jedes Mal sehe ich diesen Fleck auf dieser Leinwand und der geht nicht weg. Und dieser Fleck, der macht mich wirklich aggro. Jedes Mal sehe ich diesen Fleck und ich kann dann nicht mehr weggucken von diesem Scheißfleck. Geht es euch da genauso? Das nervt mich einfach tierisch.
Aber auch das Kino hat auf jeden Fall ordentlich Wumms und geht auch richtig ab. Hier war der Sound richtig, richtig laut. Also da hat es wirklich gescheppert. Da hörst du wirklich nichts mehr von deinen Nachbarn. Wenn da irgendwas mal explodiert, da hörst du nichts mehr. Also da ist es wirklich schon wirklich saulaut gewesen. Ja, natürlich München war hier auch ein Erlebnis mit diesen D-Box-Sitzen. Ich wollte die unbedingt mal erleben. Und dank dem lieben Enrico habe ich es auch erleben dürfen. Und da muss ich wirklich sagen, die Ambiente vom Kino, ja, die war jetzt nicht ganz so toll. Hat eher ausgesehen wie ein Einkaufszentrum. Ihr könnt auch gerne mal das Video angucken. Mein 10. Gang in Avatar 2 mit den D-Box und auch Vergleich zu 4DX. Aber das Kinoerlebnis in diesem Malteser Kinopalast, muss ich sagen, war schon wirklich beeindruckend. Am Anfang erstmal die Ouvertüre mit der Hintergrundmusik von Avatar. Dann diese Lichtershow, das war wirklich schon spektakulär in Szene gesetzt. Der Anfang von Avatar war wirklich überragend, also das war wirklich Hammer. Und auch die D-Box-Sitze haben sie wirklich perfekt integriert in diesen Film. Und das war wirklich einfach nur fantastisch. Und muss wirklich sagen, das war für mich schon mit das geilste Erlebnis von Avatar 2 anzugucken, wo ich sagen muss, ja, das würde ich mir sofort nochmal antun, selbst nochmal nach München runterfahren, um es nochmal zu erleben, weil das war wirklich echt phänomenal. Phänomenal war das wirklich persönlich, auch mit Dolby Atmos auch extrem geilen Sound gehabt und diese T-Box-Sitze, wirklich, du hast dich gefühlt auf dem Boot, als ob du wirklich mit auf dem Boot drauf wärst und es wirklich sich hin und her schaut. Wirklich sehr gut und das war für mich auch ein echt extremes geiles Erlebnis. Und dank dem lieben Ben jetzt nochmal nach Leonberg gefahren. Und ja, hier muss ich wirklich sagen, es war auch ein Erlebnis durch die Größe von diesem Kino. Es war einfach nur spektakulär. Du kommst da rein und du siehst eigentlich nur Leinwand. Du siehst wirklich nur Leinwand und das war schon wow. Also ich kann es einfach nicht mehr beschreiben. Es war einfach unglaublich. Also wirklich, wir haben alle da gesessen und haben gesagt, okay, ich fühle mich wie so ein kleines Männchen. Und dann eben diese riesengroße Leinwand, das war einfach Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Auch da gab es eine Lichtershow, aber leider nicht so wie jetzt bei Avatar. Wie in München zum Beispiel mit der Ouvertüre von Avatar hätte hier auch wunderbar gepasst. Wäre auch wirklich sehr steil gekommen. War leider nicht der Fall, aber natürlich hier erstmal das Anfang hier auf das 3D. Der Counter noch von der 10 runtergezählt auf 1, das war schon wirklich sehr steil. Und natürlich auch dann diese kleine Werbung eben mit dem kleinsten Bildschirm, Handy und dann eben dann zur größten Leinwand der Welt. Das war wirklich, also wirklich sehr geil. Schade, ich hätte es echt gern gefilmt. Plus haben wir dann zu spät dran, um mal meine Kamera rauszuholen. Das hat mich echt ein bisschen geärgert, hätte ich euch echt gern gezeigt. Aber ist auch ein Grund, jetzt runterzufahren. Das Bild war auch nicht so scharf wie jetzt eben in München. Also in München wird das geilste, schärfste Bild gehabt. Da hast du es auch vor allem bei den Schriften gesehen, eben hier die Untertitel gesehen, von denen, wo sie nach mir sprechen, war das Bild wirklich noch einen Ticken schärfer als hier in Leonberg. Es war auch scharf, da gibt es nichts zu bemängeln. Aber München hat noch ein kleines Tickchen besseres Bild gehabt. Wirklich. Verlangt auch an der Größe von der Leinwand, aber... Ja, auch hier war es wirklich sehr laut. Wir haben auch für die Emma auch Kopfhörer dabei gehabt. Sag ich immer mit dem Kopf, nein, nein, Papa, das passt schon so. Ist, man kann es nicht anhören. Es ist nicht so schlimm. Okay. Das Erlebnis ist natürlich auf jeden Fall hier ein spektakuläres Erlebnis. Diese riesengroße Leinwand, du warst da drin gesessen und warst eigentlich nur erstaunt. Es ist einfach nur unglaublich. Wirklich, es war, also das 3D war auch wirklich richtig stark. Und, hat auch ordentlich auch gewumst vom Sound her. Aber mein Fazit muss ich wirklich sagen, München war eine Idee, eine kleine Idee besser. Ja, die Leinwand war zu groß, aber das ganze Atmosphäre zu dem Film von Avatar 2 hat mir in München einfach besser gefallen. Die Leinwand ist natürlich spektakulär gewesen, das ist außer vor auch der Sound und mega, aber die Atmosphäre, auch das, die D-Box-Sitze. Ich frage mich auch, warum sind ja auch gleich D-Box-Sitze auch mit in diesem IMAX-Kino reingebaut hätten. Das wäre wirklich perfekt gewesen, weil dann hätten wir auch hier eine perfekte Stimmung gehabt. Das wäre wirklich noch das perfekte kleine i-Tüpfchen noch gewesen, hier auf dieser riesengroßen Leinwand noch hier die D-Box-Sitze reinzubauen.
Das wäre natürlich schon spektakulär. Wir haben halt auch nicht die Sitzplätze gehabt, wo mir lieber Reifen mir gesagt hat. Leider, wir waren doch mehr an der Seite gesessen. Aber es war trotzdem phänomenal. Und auch alle, die mit dabei waren, jetzt von mir, sei es Maria, Matthias, Katharina und auch die liebe Emma, waren einfach hellauf begeistert. Und wow, also wirklich, wir waren alle wirklich begeistert von diesem Kino. Und denke mal, bei Avatar 3 werden wir es wieder tun. Natürlich, diese Fahrt runter ist nicht natürlich bei jedem Film, das ist völlig klar, für uns ist legitim. Man muss natürlich schon auswerten, welche Filme das sich auch lohnt, darunter zu fahren. Und ganz ehrlich, die nächsten kommenden Filme, die jetzt kommen werden, werde ich jetzt nicht diese Fahrt antreten, hier von Bayreuth nach Lierenberg zu fahren, diese 3 Stunden. Das ist was einfach, dann wird auch das Geld nicht wert, darunter zu fahren. Das ist hart. Nürnberg, okay, ist kein Problem. Aber jetzt München und auch Lierenberg ist mir einfach zu weit zu fahren. Für Avatar habe ich es gerne gemacht, weil es einfach wirklich für mich persönlich mein Erlebnis ist. Jedes Mal ist es ein Erlebnis für mich. Selbst jetzt nach dem 14. kommen mir immer noch die Tränen, weil es für mich so emotional ist. Allein schon der Anfang, da laufen mir wirklich die Tränen runter. Einfach, weil es so schön ist. Ich will einfach in diese Welt wieder eintauchen und einfach eintauchen und einfach nicht mehr raus. Und auch diese ruhigen Stunde hier, dieser Mittelteil, das könnte noch viel länger gehen, weil es einfach so schön ist. Du kannst einfach in diese Welt eintauchen, du kannst deine komplette Umwelt außen alles vergessen und du tauchst in diese Welt ein, in eine andere wundervolle Welt, die du nicht mehr verlassen willst. Und so geht es mir jedes Mal bei diesem Film. Selbst nach dem 14. Mal, jedes Mal, wenn der Film aus ist, ich will ihn sofort nochmal sehen. Und er langweilt noch nicht, weil es jedes Mal so ein schönes Erlebnis ist, diesen Film anzugucken. Vielleicht verstehen viele nicht, warum ich so oft in diesen Film reingegangen, aber ihr müsst nicht machen. Das ist ja meine persönliche Meinung. Ja, wenn ihr den Film für scheiße findet, ist auch vollkommen in Ordnung. Kann ich auch in dem Fall auch verstehen, wenn es eben einem das nicht gefällt. Aber für mich persönlich denke ich mal, es wird nochmal und er wird noch ein zweites Mal, also mindestens 16 Mal, wenn ich nochmal in diesen Film gehen ins Kino. Weil dieser Film ist, wie gesagt, fürs Kino gemacht und für nichts anderes. Selbst auf unserer Leinwand zu Hause wird dieser Film nicht so wirken wie in dem Kino, wo ihr jetzt reingeht, egal was für Kino ihr reingeht, aber es wird sich auf jeden Fall lohnen, diesen Film im Kino zu sehen. So, das war's nun mal meinen kompletten Fazit zu dem Leonberger Avatar Erlebnis 2 im größten IMAX-Kino der Welt. Und ich war einfach oder bin immer noch hin und weg und bin wirklich froh, auch diese Fahrt aufgenommen zu haben, denn es war auf jeden Fall ein Erlebnis. Aber das beste Kinoerlebnis von Avatar 2 war für mich immer noch München. Das müsst ihr auch akzeptieren, ist nun mal so, weil es einfach für mich einfach von der Ambiente her, von den Effekten her und von allem drum und dran wirklich hier das geilste Erlebnis war, wo ich jetzt eben Avatar 2 gesehen habe. Und da ihr mir jetzt so lange zugehört habt, wie auch schon beim anderen Avatar-Video von München, auch diesmal gibt es wieder ein kleines Gewinnspiel ganz zum Schluss. Ja, das ist mir auch nur für die, die wirklich auch irgendwie auch angehört haben, auch zugehört haben. Ja, beim letzten Mal haben gerade mal 2 mitgemacht, das finde ich auch perfekt. Genau so will ich es haben, denn nämlich man muss die Spreu vom Weizen trennen und das funktioniert bei mir immer ganz gut, denn ich will nämlich genau die nämlich belohnen, die auch das Video komplett angeguckt haben und auch mir zugehört haben beim Video. Also mal hier vielen Dank. Und es gibt wieder dasselbe Preis wie auch schon beim letzten Mal, nämlich die Collectors Edition von Avatar. Erzähl mir nochmal. Oh, von Avatar 2 ist auch schon bestellt wieder für euch. Und da ist ebenfalls auch die Extended-Fassung drauf. Und wie ich immer sage, ihr müsst euch die Extended-Fassung angucken. Für mich persönlich die schönste Fassung von diesem ersten Teil. Einfach so ein Grund, du hast noch viel kleinere Nebenszenen mit dabei. Also, und deswegen gibt es eben für euch nochmal die Collector-Edition zu gewinnen von Avatar 1. Und ja, habt ihr mir auch komplett zugehört, meine Freunde? Ja, habt ihr oder habt ihr nicht? Denn ihr müsst wieder ein paar Fragen beantworten. Aber wenn ihr genau zugehört habt, dann wird es für euch auch kein großes Problem sein. Einfach wieder kommentieren hier unter dem Video. Keine Sorge, ich tue die Kommentare erst freischalten, wenn das Gewinnspiel zu Ende ist. Da muss ich aber gucken, ich weiß noch nicht ganz genau, wann ich die Verlosung machen werde. Je nachdem, wann dieses Video hochgeladen wird, dann entscheide ich dann ganz spontan, ob es
in der Kalenderwoche Nummer 8 oder in der Kalenderwoche Nummer 9 stattfinden wird. Ich denke mal eher fast 9, denn ich denke mal, ich werde ein wenig länger brauchen bei dem Video zum Veröffentlichen. Aber ich werde es so machen, wenn ich das hochgeladen habe, steht es unten in der Videobeschreibung drin, wann eben dann das Verlosungsvideo kommt. Entweder dann an der 8. Kalenderwoche oder Kalenderwoche Nummer 9. Also ihr seht es auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Ihr müsst auch lesen. Ja, sowas gibt es auch. Lesen. Ja, also es ist schon viel von mir, von euch verlangt, oder? Ja, ich weiß. In der heutigen Jugend, heutige Zeit, nur noch irgendwas gucken und lesen. Und dann wird gleich vergessen, ich weiß, wie es ist. Okay, aber jetzt kommen wir noch zu den wichtigsten Sachen und zwar zu diesen drei Fragen, die ihr beantworten müsst. Und ich hoffe, ihr habt gut zugehört. Bestimmt. Also, die erste Frage ist, wie viele Kinosäle gibt es insgesamt im Leonberger Traumpalast? Da, habt ihr das gehört? Die erste Frage ist, wie gesagt, wie viele Kinosäle gibt es insgesamt im Traumpalast von Leonberg? Frage Nummer 1. Also einfach hinschreiben, 1, Doppelpunkt und die Antwort. Und dann die zweite Frage ist, wie viele Plätze gibt es insgesamt in allen Kinosälen im Leonberger Kino? Auch das habe ich in diesem Video gesagt. Also, Frage Nummer 2, Doppelpunkt und Antwort. Und die Frage Nummer 3, wann war die Premiere, die Eröffnung von dem IMAX, größten IMAX-Kinos der Welt? Also, Nummer 3, Frage 3. Antwort hinschreiben. Und wenn ihr diese Fragen alle richtig beantwortet habt, dann seid ihr auf jeden Fall im Lostopf drin. Und dann könnt ihr eben nochmal versuchen, Avatar in der Collector-Edition mit den drei Schnittfassungen nochmal zu gewinnen bei mir. Wie gesagt, die Verlosung wird im Laufe der Kalenderwoche Nummer 8 oder Nummer 9 eben dann ja, verlost. Also, jetzt seid ihr gefragt. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt mit diesem Video. Ich auf jeden Fall. Es war einfach ein wunderbares Erlebnis in Leonberg. Nochmal hier vielen lieben Dank an dich, liebe Ben, für die Info. Und dank euch, dank dir bin ich auch auf Leonberg gekommen, auf der Webseite. Aber guckt auch mal auf die Webseite drauf. Da gibt es eine extrem geile Drohnen-Videoaufnahme, also zum Trailer von diesem Kino. Einfach nur unglaublich geil gemacht. Auch das hat schon die Cinemana gesagt. Macht's wirklich. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich war wirklich hin und weg und nach diesem Video vom Leonberger Website-Kino wollte ich unbedingt sofort ins Kino. Das war Fakt. Okay, das war's von mir. Bleibt auf jeden Fall alle schön gesund. Tschüss mit Ö und